Herzlich willkommen zur nächsten Come on, Tüftlei! Yay! Heute habe ich was ganz Spezielles am Start. Und zwar Custom Enchantments. Einfach eigene Enchantments. Ihr kennt ja bestimmt diese normalen, langweiligen Enchantments wie Sharpness, Thorns und Aqua Infinity. Oder beispielsweise auch Protection. Oder sonst was. Mit diesem Command. Also mit dieser Command of Light könnt ihr eigene Verzauberungen hinzufügen. Und zwar braucht ihr dafür ein Gift-Command. Ich habe es jetzt mit Sun Item gemacht. Und zwar habe ich hier erstmal ein Enchantment High Jump gemacht. Das lässt auch einfach höher springen. Erstmal hier ganz kurz das machen. So, High Jump lässt euch 3 Blöcke hoch springen. Und das ist recht simpel gemacht. Hier habe ich noch 2 Beispiele, die sind ein bisschen komplizierter. Sinn aber auch noch zu machen. Und zwar, zuerst mal wird dem Player ein Tag geaddet, also der Tag High Jump wird geaddet, wenn man auf dem Slot 100, das wäre der Schuhslot hier, irgendetwas hat mit dem Tag High Jump 1. Wenn das stimmt, dann hat er den Tag und dann bekommt er einfach Jump Boost Effekt mit. Ja, mit dem, also wenn der Tag hat. Und der Tag wird die ganze Zeit removed. Der Command-Block hier oben ist ein bisschen langsamer als der hier. Und deshalb, also der removed ihn, der gibt ihn wieder. Und dadurch, dass der ganz am Schluss ist, wird der eine 20. Sekunde, glaube ich, später aktiviert als der hier. Ja, das wäre der High Jump. Hier habe ich aber 2 Beispiele, die sind ein bisschen komplizierter, sind aber auch noch ganz recht einfach sozusagen. Und zwar habe ich hier Schuhe mit Lava Walk 2. Ihr seht schon Partikel. Und ganz einfach, die machen quasi einfach, dass man über Lava walken kann. Also laufen. Ist echt eigentlich simpel gehalten. Also von den Command-Blöcken her, von dem Platz, ist recht sparbar. Und der Command, ja, der füllt einfach die Lava zu Obsidian. Ganz easy. Also, ich finde eigentlich das noch ganz nice, aber jetzt noch ein Beispiel, was richtig kompliziert war. Ich saß aber nicht so lange dran. Das ist aber ganz cool, und zwar Overclock. Und zwar, wenn man damit den Mob schlägt, dann fliegt er einfach hoch. Richtig simpel gemacht eigentlich. Das Overclock Enchantment erkläre ich jetzt nicht. Wenn ihr allerdings wollt, dass ich das hier in eine One Command Creation mache, also diese Overclock Ding, dann könnt ihr es ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Aber die 2 erkläre ich jetzt nicht. Ihr habt ja das Prinzip gesehen. Tag, Tag Remove, irgendwas ausführen. Recht simpel. Alle Commands sind wie immer unten in der Beschreibung und dann würde ich sagen, ciao. Leute! We'll be right back.